Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. So, ich hoffe, das funktioniert hier, weil ich bin nebenbei noch irgendwie Daten am Verschieben. Deswegen keine Ahnung, nicht, dass wir hier ja irgendwelche diversen Frame-Einbrüche haben. Wir sind in der Himmelsfeste immer noch und wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was zu erledigen hier drin. Wir waren ja noch nicht in jedem Ecken, glaube ich, drin. Oh, Solus hat umdekoriert anscheinend. Hat hier fleißig gemalt. Und da oben ist irgendwas. Zu dir komme ich gleich. Ich will nur gerade gucken, was da los ist. Die Rotunde und das Fresko. Schwester Liliana, gemäß eures Wunsches habe ich das Fresko genau untersucht, das die Rotunde ziert. Zunächst habe ich versucht, zusammen mit mit Miseris Solas Solas einen Sinn zu ergründen. Egal. Vergib mir, er führt keinen Titel innerhalb der Inquisition, aber je mehr ich von seiner Erfahrung profitiere, desto seltsamer mutet es an, ihn nicht bei einem solchen zu nennen. Weiß halt nicht. Über das Gemälde sagte der Messere? Was auch immer. Halt Solus halt. Die Himmelsfeste ist ihre Festung. Damit ist natürlich der Inquisitor gemeint. Dies sind ihre Taten. Damit hat er natürlich recht. Das Thema jeder Erweiterung ist offensichtlich. Was Medium und Methode angeht, so handelt es sich um ein elfisches Fresko. Pigment auf Gips und es ist großartig. Ich hatte bislang nur selten das Privileg, derartiges Können zu bewundern. Das Werk ist durchdacht und das Bild erscheint erst nach langen Perioden des Sinns, aber in ganzer Pracht und mit Nachdruck. Es erzählt, wie die Elfen sich die Welt vorstellen und wie überlegt ihre Schritte darin sind. Ja, von Solus ist dergleichen Kunstfertigkeit zwar zu erwarten, angesichts seiner langen Jahre der Beschäftigung damit, aber es bleibt ein erstaunliches Werk, geschaffen von einem Künstler, wie es nur noch wenige Lebende gibt. Selbst bei den Delch. Ah ja. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, hat Azolus das da jetzt gemacht oder nicht? Runter? Wie wär's mit runterklettern? Na, fragen wir mal. Und wie lange hat er mich da ausgenockt? Gut geschlafen. Ja, weiß nicht, war seltsam. Bäh? So etwas habe ich noch nie getan. Sprecht ihr öfter mit Leuten in Träumen? Nein, betrachtet es als eine weitere Regel, die ihr auf eurem Weg zur Macht mühelos gebrochen habt. Ich hatte keine Ahnung, dass der Anker euch erlauben würde, so fokussiert zu träumen. Das ist wirklich bemerkenswert. Aber ich bin mir halbwegs sicher, dass wir jetzt wach sind. Und falls ihr über irgendetwas reden wollt, bin ich gerne dazu bereit. Ja, was hast du mit mir gemacht? Dann haben wir eigentlich schon. Nee, wir haben eigentlich schon mit ihm über alles geredet, was wir reden konnten. So, wir brauchen noch den Ratsraum und wir müssen den Schmied finden. Ach, verdammte Axt. So, ja, das ist nur die Leiter. Ach, hier kommen wir wieder raus. Ach, hier ist der Übergang, der repariert worden ist. Aber kommen wir auch irgendwo hin? Huch. Ach, Kallen. Oh. Servus. Du wohnst also hier? Mhm. Inquisitor, ich habe herausgefunden, woher die roten Templer kamen. Von Theron Falls Schanze. Den Rittern wurde rotes Lyrium eingeflößt, bis sie sich in Monstren verwandelten. Nachdem ihr Verfall vollständig war, hat Samson die Führung übernommen. Woher kennt ihr Samson? Er war ein Templer in Kirkwall, bis er aus dem Orden ausgeschlossen wurde. Ich wusste, dass er süchtig war, aber das hier... Rotes Lyrium ist vollkommen anders als das Lyrium, das die Kirche herausgibt. Seine Macht ist mit entsetzlichem Wahnsinn verbunden. Mhm. Ja, das haben die Roten Templer in Haven mehr als bewiesen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie an Macht gewinnen.
Die Roten Templer brauchen weiterhin Lyrium. Wenn wir ihre Quelle finden, können wir sie und ihren Anführer schwächen. Okay, wie lautet da euer Plan? Wo fangen wir an? Das rote Lyrium wird von Schmugglerkarawanen über die Handelsstraßen transportiert. Bei ihnen könnten wir einen Hinweis darauf finden, wo es abgebaut wird. Seid aber vorsichtig, wenn ihr euch mit ihnen befasst. Alles, was mit Samson in Verbindung steht, wird äußerst gut bewacht sein. Ja, okay. Schmugglerbriefe gefunden, 3 Stück. Aha. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug zu tun. Fragen trotzdem nochmal mit ihm. Okay. Als Anführerin der Inquisition müsst ihr... Es gibt da etwas, das ich euch sagen muss. Ja, dann... Sag mal. Was auch immer es ist. Ich bin bereit, euch zuzuhören. In Ordnung. Danke. Das Lyrium verleiht uns Templern unsere Kräfte. Aber es kontrolliert uns auch. Jene, die von ihm abgeschnitten werden, leiden Qualen. Einige werden wahnsinnig. Andere sterben. Wir haben sichergestellt, dass die Templer hier mit ausreichend Lyrium versorgt sind. Ich allerdings nehme es nicht mehr. Ihr habt damit aufgehört? Ja, als ich mich der Inquisition angeschlossen habe. Das ist jetzt Monate her. Ja, aber warum? Aber ihr könntet doch sterben? Warum weiß ich? Ja, warum weiß ich nichts davon? Jetzt weiß ich es, deswegen kann er seine Sachen für sich behalten. Entweder warum oder ihr könntet sterben. Ja. Cullen, wenn euch das umbringen kann. Noch hat es das nicht. Nach dem, was in Kirkwall geschehen ist, konnte ich nicht... Ich will nicht länger an den Orden oder dieses Leben gebunden sein. Und ich akzeptiere jegliche Qualen, die ich dafür erleiden muss. Aber ich würde niemals die Inquisition in Gefahr bringen. Deshalb habe ich Cassandra gebeten, mich im Auge zu behalten. Sollten meine Führungsqualitäten leiden, werde ich meiner Pflichten entbunden. Okay, geht es euch gut? Habt ihr Schmerzen? Ich kann sie ertragen. Ja, das hilft mir weiter. Ich halte das für falsch. Ja, gut dann. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Ich respektiere eure Entscheidung. Ich danke euch, Inquisitor. Die Armee der Inquisition wird stets Vorrang haben. Sollte irgendetwas geschehen, werde ich mich Cassandras Einschätzung fügen. Ja, aber klappt mir nicht irgendwie so mitten im Kampf zusammen. Das wäre ein bisschen blöd. So, können wir nochmal mit ihm? Hat er noch irgendwas? Was kann ich für euch tun? Ja. Frage ist ihr und der Anführer der Roten Templer scheint eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Als ich nach Kirkwall kam, habe ich mir mit Samson ein Quartier geteilt. Er schien mir ein ehrbarer Mann zu sein. Kommandantin Meredith hat ihn später wegen Disziplinlosigkeit aus dem Orden ausgeschlossen. Er endete als Bettler auf den Straßen von Kirkwall. Auf Bitten des Champions hin wurde er zwar letztlich wieder aufgenommen, aber seine Verbitterung und seine Wut blieben. Und jetzt ist Samson Corypheus treuer General. Was denkt ihr? Warum hat sich Samson Corypheus angeschlossen? Er war schon damals süchtig nach Lyrium. Jede Münze, die er besaß, wanderte direkt in die Taschen der örtlichen Lyrium-Schmuggler. Corypheus hat vielleicht seiner Eitelkeit geschmeichelt und ihm nicht nur Lyrium, sondern auch ein Ziel gegeben. Mehr war vielleicht nicht nötig. Okay, was behaltet euer Ziel im Auge? Ist eben aufgestiegen. Na, Mitleid habe ich mit ihm jetzt eigentlich nicht. Egal wie schwer seine Vergangenheit auch gewesen sein mag, wir können es uns nicht leisten, Mitleid mit ihm zu haben. Keine Sorge, es wird kein Erbarmen geben. Ich begreife einfach nicht, wie er so mächtig werden konnte. Selbst mit dem roten Lyrium. Samson hat seine besten Tage lange hinter sich. Halt, Moment. Hier geblieben. Ja? Haben wir noch was? Nee, da nicht. Ja, dann fragen wir mal. Gibt es jemanden, der in Kirkwall auf euch wartet? Nein. Ich fürchte, ich habe mir dort nur wenige Freunde gemacht. Und meine Familie lebt in Ferelden. Es gibt niemanden, für den ihr besondere Gefühle hegt? Nicht in Kirkwall.
Ja, nicht in Kirkwall. Können wir nicht hier nachhaken? Menno. Vielleicht hier oder ganz woanders? Naja. Können wir nochmal nach. Nee, da steht nichts. Ja. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Die Reparaturen an den Befestigungen der Himmelsfeste gehen voran. Unsere Späher melden außerdem keinerlei unmittelbare Bedrohungen in der Umgebung. Wir können uns glücklich schätzen, dass Solas von diesem Ort wusste. Ja, und ich will gerne wissen, woher er das weiß. Macht mich ja immer noch ein bisschen kürre, der Solas. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Ich habe mich daran gewöhnt, dass Magier schon aus Prinzip eine Abneigung gegen mich hegen. Viviennes Ansichten über die Templer sind hingegen überraschend traditionell. Mhm. Ja, okay, dann... Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Dann lassen wir ihn mal. Kommt man da hoch? Ja. Ach da. Aha. Mhm. Ich hoffe ja nicht, dass Kallen hier schläft. Wobei hat er halt hier schönen Blick auf die Sterne und so. Aber zieht bestimmt dann doch ganz schön. Wir kamen von da. Wir können nach da oder nach da gehen. Gehen wir erstmal nach da, weil hier unten beim Stall waren wir ja auch noch nicht. Ich würde mich hier irgendwann so dermaßen verlaufen in der ganzen Burg hier. Ich weiß noch gar nicht, wo die ganzen Leute jetzt plötzlich sind. Tag. Sie hat aber auch nichts Besseres zu tun, als hier zu gucken. Ja. Ah. Okay, kommen wir da runter? Ups. Ja. Brecht ihr nicht die Haxen? Wir haben noch irgendwie keinen Arzt hier gefunden. Höpp, höpp. Okay, das hat es gebracht. Nicht. Na gut. Komme ich denn dann da irgendwie runter? Also klar, ich könnte mich jetzt hier fallen lassen, aber ich weiß halt nicht, wie abträglich dies meiner Gesundheit ist. Es ist ja schon etwas höher, das Ganze. Ja. Ich wollte es jetzt auch nicht drauf anlegen, es auszuprobieren. Okay, dann geh halt da hoch. Ich wollte da nicht jetzt irgendwie nach links springen, weil da wäre ich dann unter Garantie in den Tod gesprungen. Da geht es nämlich etwas tiefer abwärts als da. Ach, da geht's runter. Okay. Habe ich eben beim Rausgehen nicht gesehen. So. Moment. Lesen. Haben wir das nicht schon gelesen? Ich weiß es nicht. Arbeitsbericht. Verschiedene Elemente. Ich füge alles Bestmögliche zusammen, aber es gibt hier zwei Unterstrukturen. Die Himmelsfeste wurde in zwei Phasen erbaut oder erneut errichtet. Wollen wir wirklich darin investieren? Wenn sie früher schon gefallen ist, wie können wir dann sicher sein, dass es nicht wieder passiert? Aha, Jane, Fundamentsanierung. Zwei Worte. Der Inquisitor. Investieren und daran glauben. Wir sind so stark wie der Wille des Schwächsten von uns. Cassandra Pendergast. Naja. Da hat Cassie wieder hart durchgegriffen. Wunderbar. Oh. Hallo, dich. Ich bin froh, dass ich mit dir und nicht mit denen arbeite. Mit wem? Assassinen? Templer? Magier? Magister? Nein, weder noch. Schwestern? Adlige? Händler? Beamte? Elfen, du Spatzenhirn. Ja. War's das? Mensch. Ja. Dich kennen wir doch. Hallo? Lady Inquisitor, Bonnie Sims, zu euren Diensten. Ich hoffe, der gute Sagrid war nicht so ungehobelt.
Nun, da ihr über ein gewisses Vermögen verfügt, verdient ihr etwas Besseres. Als Vorsteherin der Gewerbetreibenden werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Ja, wie wär's mit einem Rabatt? Wer oder was sind die Gewerbetreibenden? Eine Gruppe wohlwollender und gewinnorientierter Individuen, die es sich zur Pflicht gemacht haben, örtliche Handwerker und Lieferanten zu fördern. Eine Gilde sozusagen, wobei das Katerverbindungen unterstellt, an denen wir nicht interessiert sind. Mhm. Unsere Ziele innerhalb der Inquisition sind gerechtfertigt und ehrenhaft. Ihr bekommt alles, was ihr braucht, zu redlichen Preisen. Ach so, konnten wir den Sacred nicht retten? Kann das sein? Naja. Okay, zu redlichen Preisen. Deswegen, da legt ihr doch die Preise hier sicherlich fest. Gott, ist die groß. Macht mir irgendwie Angst. Ein Jammer, dass Sacred Haven nicht überlebt hat. In der Tat, aber das Leben geht weiter. Das ist alles? Er war zwar gewitzt, aber kein allzu angenehmer Zeitgenosse. Es war Zeit für einige Veränderungen. Ich werde alles tun, um zu beweisen, dass sich dadurch vieles gebessert hat. Ja, vor allen Dingen hat er seine Kisten vor der Tür gestapelt. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wären wir reingekommen und hätten ihn retten können. Stattdessen mussten wir ja da irgendwie, Gott weiß, wieder hoch und dann war alles zu spät, bis ich den Weg gefunden hatte. Warum seid ihr eine einfache Händlerin, wenn ihr dieser Gruppe vorsteht? Ich möchte den Eindruck vermeiden, ich wäre eine aufgeblasene Kommandantin einer Bande von Verbrechern. Mhm. Es ist besser, im Geschäft zu bleiben, die Fäden in der Hand zu halten. Seht ihr das nicht ähnlich, Inquisitor? Ja, gut, außer, dass ich hier nicht irgendwelchen Verbrechern vorstehe. Was könnt ihr denn so für mich tun? Was könnt ihr für die Inquisition tun? Alles, was ihr wollt. Und noch mehr. Es erfordert einen beträchtlichen Aufwand, einen abgelegenen Ort wie eine Hauptstadt erscheinen zu lassen. Natürlich führen die Boutiquen in Val Royaux nach wie vor die edelsten aller Gewänder. Allerdings gehen sie nicht auf Reisen. Mhm. Jedenfalls noch nicht. Okay. Ja, aber hier der Kragen, der ist so irgendwie bestimmt störend. Deswegen, der hängt ja die ganze Zeit irgendwie unter der Nase. Also ich würde da die ganze Zeit so machen, weil ich die ganze Zeit hier den Kragen im Mund hätte. So, was haben wir denn? Alter. Überragende Drachentöterrune. Werden wir brauchen. Magiejäger. Schild. Bogen. Ach, Alarm. Ja, aber Stufe 16, so weit sind wir noch nicht. Ich hoffe, sie behält die Dinger. 11.000 kriegen wir ja noch irgendwie zusammen. Da fehlt uns ja nicht mehr so viel. Okay. Ich glaube, das Angebot ist bestimmt nur begrenzt. So, hier können wir auch. Ach so, hier können wir. Hier können wir tatsächlich Pferdchen und so kaufen. Gute Rasse. Kann ich die Kann ich? Deswegen für null Geld kaufen wir uns ein Pferd. Dämliche Halbblut. Mhm. Ja. Mhm. Unsere Reittiere waren noch nie so gut untergebracht. Ja, aber hier unserem Elch gefällt das hier irgendwie nicht. Das ist ihm, glaube ich, zu eng mit seinem Geweih. So, was hatte ich denn jetzt hier gekauft? Ah, das ist nur. Das sollte helfen. Aha. Nur ein anderes Pferd. Also, es ist ein Pferd, nur andere Farbe und so. Okay. Blackwall, was machst du denn hier? Ah, er schnitzt. Ah, schön. Das ist nur eine kleine Fingerübung. Yep. Sag ich auch jedes Mal. Ich bin dankbar, dass ihr mich gefunden habt. So aufregend meine Wanderungen durch die Wälder auch waren, das hier ist besser. Es ist gut, Teil von etwas derart Wichtigem zu sein. Von etwas, das wirklich etwas verändern könnte. Ja, ja, deswegen. Er macht seine Fingerübungen mit Holz, ich mach das mit Plastik. Deswegen, ja. Ich und Blackwall, wir haben vieles gemeinsam.
Es geht nur um die Arbeit. Ja, er will ja eigentlich nichts von mir, aber wir können ja trotzdem versuchen. Ich hoffe, es ist nicht nur die Arbeit, die euch noch hier hält. Nun, da seid natürlich auch noch ihr. Die Inquisition ist nichts ohne ihren Herold. Wem man folgt, entscheidet, wer man ist. Hat mir mal jemand gesagt, ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Das ist ausgesprochen weise. Es war ein Chevalier, der diese Worte zu mir gesagt hat. Ein mächtiger Mann, aber niemals ehrlos, ein wahrer Ritter. Wir begegneten uns als Kontrahenten im großen Tournai. Er gab mir diesen Rat, bevor wir wieder unsere Wege gingen. Er hatte seine Ambition zurückgestellt, damit ich den Behurt gewinne. Ich habe ihm nicht einmal gedankt. Den was? Was ist dieses große Tournai? Ihr habt noch nie davon gehört? Nö. Vom großen Tournai der freien Marschen? Es ist ein gewaltiges Spektakel mit Gesang, Tanz und Wein. Mit jeglicher Unterhaltung, die ihr euch nur vorstellen könnt. Der wichtigste Teil ist jedoch der Waffengang. Wer sich im großen Tournai beweist, hat eine glorreiche Zukunft vor sich. Wie hat er euch geholfen? 100 Männer standen sich auf dem Kampfplatz gegenüber. Jeder kämpfte für sich. Der Ritter und ich hatten ein Bündnis geschlossen. Wir beide allein nahmen es mit allen anderen auf. Unser Ziel? So viele Gegner wie möglich niederzustrecken. Den letzten Streich hat er dabei stets mir überlassen. Okay, ja, klingt nicht schlecht. Ja, allein hättet ihr verloren, das weiß man nicht. Selbstlose Tat, auf jeden Fall, aber ich frage mich, warum er geholfen hat. Er muss doch im Gegenzug für seine Hilfe etwas von euch gewollt haben. Er wollte einen Schüler, einen Knappen. Jemanden, den er lehren und formen konnte. Er kannte mein Potenzial. Als es vorbei war, bot er mir an, mein Mentor zu werden und mich zu lehren, ein Ritter wie er zu werden. Und ich, jung und dumm wie ich war, schlug sein Angebot aus. Ich hatte gerade den Behurt im großen Tournai gewonnen. Ich brauchte ihn nicht. Ja. Mein Leben wäre vollkommen anders verlaufen, wenn ich ihm gefolgt wäre. Ich habe es oft bereut. Nun jedoch glaube ich, dass ich doch die richtige Entscheidung getroffen habe. Oh. Nee, mach nicht mit meinetwegen. Was hat sich denn geändert? Was hat diesen Sinneswandel bewirkt? Ihr. Ja. Wäre ich mit diesem alten Chevalier gegangen, hätten sich unsere Wege vielleicht nie gekreuzt. Solange ihr ein Teil davon seid, könnte ich dieses Leben niemals bereuen. Okay. Supi. Ja, er war da tatsächlich etwas überheblich, deswegen hat er ja eigentlich nur gewonnen, weil der alte oder halt der erfahrene Krieger ihm geholfen hat. Wenn nicht, wäre es ja sehr wahrscheinlich vielleicht anders ausgegangen. Merkwürdig. Okay, ich schaue gerade auf die Uhr, es ist wieder Zeit, deswegen machen wir hier Schluss und dann machen wir hier wieder beim nächsten Mal weiter. Müssen noch mit ein paar anderen Leuten reden, wenn ich sie denn hier überall finde. Also, die Himmelsfeste ist groß und wir haben noch nicht alles gesehen. Also, bis dann.